Und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Eon-Tor. Hier kann man sich aufhängen, denn nach dem letzten Part hätte ich das eigentlich tun können. Denn als ich herausgefunden habe, wo diese beiden Typen stehen, bin ich einfach nur ausgerastet. Ich habe ja mich hier umgesehen, ne? Hier habe ich mich ja umgesehen. Ich sag dazu mal nichts. Hallo, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Was, Papa schickt dich, um mich zurückzuholen? Was sollen wir tun, Roman? So, Papa hat uns entdeckt. Nur einen Moment später und das Schiff wäre da gewesen. Einen Moment später? Ich irre einen Part rum, um euch zu suchen. Und dann steht ihr theoretisch direkt neben mir, ey, nee. Och, Palmira, vielleicht sollten wir doch nochmal mit dem Boss reden, oder? Ich stell mir den so richtig asozial nach vor, dass sein Vater so richtig aggro war, Mann. Auf keinen Fall, Roman, so, du weißt genau, was dann mit uns geschieht. Wenn wir ihm alles erklären, wird er uns sicher verstehen, Palmira. Roman, so soll das heißen, du liebst mich gar nicht wirklich. Natürlich liebe ich dich, Mann. Ich... Okay, also... Nee, das verstehe grad. Oh Gott, Kopfkino. Ach, lass mir das. Mein Gott. Dann lass uns fliehen, wenn es sein muss, bis ans Ende der Welt. Ach, Palmino, wir sind entdeckt worden. Flucht ist nicht mehr möglich, Mann. Natürlich können wir. Echte Liebe überwindet jedes Hindernis. Meine Liebe ist grenzenlos. Niemand wird mich daran hindern, deine Frau zu werden. Und du, ich bitte dich, wirst du meinem Vater sagen, du hast uns nicht gefunden? Ja, aber komm, wir lügen dir einfach mal an. Ja, sagen wir. Vielen Dank, du bist nicht der Kavalier. So asozial, ey. Ich dachte, vielleicht kriege ich da noch irgendwie einen Orden von der so als Geschenk. Ja, ich werde es dir mir sagen. Oder wenn die jetzt wegfahren, ne? Ich lieber ja nein sagen sollen. Gut, Lügen macht man nicht. Ich weiß, aber ey komm, ich bin fucking Arschloch, Alter. Gut, jetzt nicht aufs RL bezogen. Da will ich natürlich, dass ich dich mache, ne? Aber man sagt ja auch immer, YouTube ist eine Rolle, ne? Da ist man auch nicht ganz so selbst, als ob ich jetzt auch irgendwie in RL irgendwen anbrüllen würde, so ohne Grund. Mach ja gar nicht. Oh Gott. Aber in den Videos sollte man auch irgendwie Anstand zeigen. Also ich gestalte auch meine Videos so, dass ich mich halt immer noch selbst vertreten kann und sagen, das bin ich. Man sollte aber auch nicht jeden Scheiß ernst nehmen und sowas, ne? Also, schwarzer Humor habe ich auch ein bisschen. Wie sieht es aus? Du weißt, was ich bei den aufhalten? Ja, wissen wir. Aha, am Hafen von Rohlingen. Ich habe es dir zwar gar nicht gesagt, aber okay. Gut gemacht, wie versprochen. Du sollst ein Flugticket bekommen. Und die beide sind im Hafen, also los, bringt sie her. Warte, Papa. Lol. Die sind gefolgt. Palmino. Bosfurz. Ach so, scheiße, nein, der Typ. Der Typ, der ist ja nicht der Sohn von dem Typen. Das ist die Schwester, das ist ja die Tochter von dem. Und der ist ja irgendein Random. Dann gebe ich den irgendeine Opferstimme. Boss, verzeih mir. Oh Mann, so du wuchst es noch nie unter die Augen zu treten, du kleine Bastardmann. Bitte tu mir nichts, ich habe ihn... Achso. Bitte tu ihm nichts, ich habe ihn dazu überredet zu fliehen. Und er war es auch, der unbedingt zurückkommen und mit dir reden wollte. Boss, mit mir kannst du machen, was du willst, aber habe Nachsicht mit deiner Tochter. Papa, es ist alles meine Schuld, wenn du unbedingt jemanden bestrafen willst. Dann nimm mich. Boss, ich habe das alles zu verantworten. Papa! Boss. Oh, jetzt sollte die Schnauze. Ja, okay, das habe ich gerade schon gesagt, ne? In die Richtung. Palmino, das ist eine Schande, eine Tochter wie dich zu haben, du Fotze. Komm her, komm her, komm her. Papa, das war die Idee. Ich will euch beide nie wiedersehen. Nix verschwindet aus meinem Blickfeld. Das wolltet ihr doch sowieso, oder? Ihr habt schon richtig gehört. Von mir aus könnt ihr heiraten. Oder was auch immer. Papa.
Papa! Oh Gott, du bist so ein Vollidiot. Danke, Papa. Danke, dass du uns das gestattest. Was, ich mache deine Tochter glücklich, versprochen. Oh, oh, als ob der jetzt anfängt zu holen, das ist so geil. Na, eigentlich nicht. Ach, egal. So. Palmino, alles Gute für euch. Ey, Romanzo, Glückwunsch, echt. Es gibt doch nichts über ein Happy End. Der Typ ist ja so pro Romanzo gewesen. Auf Wiedersehen, Papa, und danke, vielen, vielen Dank. Kann ich jetzt mein Flugticket? Das ist die wichtigste Frage. Also, naja, zumindest hast du sie gefunden und hergebracht. Ist ja nicht deine Schuld, dass es so enden musste. Und ein Versprechen ist nun mal ein Versprechen. Da hast du dein Flugticket. Verdammt, wie sie denn angehimmelt hat. Hätte ich doch lieber gar nicht erst beauftragt, wirklich. Da sag ich danke. Jedenfalls, ich will dein blödes Gesicht nicht mehr sehen. Verschwinde für immer. Junge, ich hab doch gar nichts damit zu tun. Warum bist du denn so frustriert? Mein Gott, dann sind die halt zusammen. Ne? Verstehe das auch immer nicht, wenn irgendwie Leute ausrasten. Ich meine, mein Gott, lass sie doch lieben, leben lassen und lieben, leben lassen. So. Was hat die jetzt gesagt? Ach, keine Ahnung, Alter. Hauptsache, wir haben das Flugticket. Mario World, wie geil! Erstmal Controller hinwerfen, ne? Also das wäre jetzt so der Moment, wo Peach hier das Ding geschrieben hat, so... Ah ja, wichtige Items hier war das, ja. Ah, das ist die ungelesene. Ah, Koopador, was? Koopador? Mario Koopio. Bei euch soweit alles klar? Schon praktisch diese Geräte, mit denen man jetzt Briefe verschicken kann. Ich hole Wasser am Brunnen, pflücke Blumen und poliere mein Panzer. Das Leben, das ich früher so öde fand, ist doch nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Koopio, du wirst dieses Dorf bestimmt auch mögen, wenn du von deiner Reise zurückkehrst. Nun geht eure Reise als nächstes. Koopio, sieh dir die Welt an und werde ein reifer Koopa. Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Koopador. Ach ja, ah, das ist der Typ. Okay, der hat noch ein Bild gesendet. Ja, da hat er gesagt, toll, so Geräte zu benutzen. Das Spiel kam ja, glaube ich, 2004 oder 2005 raus. Das hat er damals, ich weiß er nicht. Ich meine, damals war ich noch nicht so... Da war damals noch ein kleiner Junge, ne? Ganz klein. Wann hat er so richtig mit dem Internet angefangen? Weiß ich nicht. Aber... Auf jeden Fall ist es dann schon in COC-Zeiten eskaliert. Also da hat es, glaube ich, langsam angefangen, ne? Gut, E-Mails verschicken, das ging bestimmt früher. Das ging mit Sicherheit früher. Ah, jetzt sind wir da hinten. Hier gibt es bestimmt noch hier, wenn man nach hier nach rechts geht. Nein, hier gibt es nichts. LOL. Hätte gedacht, da haben die einen Sternsplitter oder so versteckt. Eigentlich wollte ich noch weiter nach links erkunden, aber... Wenn ich nicht darf! Das ist cool. Nice. Natürlich auch in 60 FPS. Mario, Mario, flieg! Ah, jetzt fängt Kapitel 3 an, ne? Kapitel 3. Kampf der Champions. Jo, Leute. Wer kommt denn da jetzt noch angeflogen? Ah nee, das ist auch so, wir fliegen zu dieser Wolkenstadt. Ah, okay. Kampf der Champions, Alter. Das hört sich interessant an. Aber mir wurde auch geschrieben, dass das dritte Kapitel wieder verdammt episch sein wird. Ah, generell, das Spiel ist episch. Das wird mit Sicherheit alles noch geil. Ich kann das nicht skippen, aber ich will es auch, glaube ich, nicht skippen. Ich will ja alles Mögliche zeigen. Mario! Eben war er noch halb so groß wie die Stadt und wetten, jetzt ist er ganz winzig. Es war so klar. Geil.
Falkenheim! Ah, Falkenheim, die Stadt in den Wolken. Bestimmt gibt es jede Menge toller Männer in der Arena. Wie aufregend. Ja, das sieht aus wie so ein Freizeitpark. Dein so ein chinesisches Hausding da. Gehen wir, Mario, suchen wir das Sternjuwel. Jo. So, dann suchen wir mal. So. Boah, aber hier gibt es auf jeden Fall noch viel, mit dem wir reden müssen. Du bist doch gerade aus dem Luftschiff ausgestiegen, oder? Oh, wie ich dich beneide. Ich würde auch gern fliegen, aber ich vertrage es nicht. Alles klar. Also musst du die ganze Zeit hier leben, lol. Diese Stadt, Falkenheim, schwebt in den Wolken. Genau wie ich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir auch eine Menge Lakitos leben. Wäre irgendwie denkbar. Der bringt mich wahrscheinlich zurück. Ja, okay. Konnte man sich auch denken. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Falls du hier bist, um die Kämpfe zu sehen, das große Gebäude dort ist die Arena. Okay, ich dachte, er backt jetzt hier wieder rum oder so. Ah, warte, ich kann doch die Stampfattacke. Aha! Aha! Kennt ihr das wirklich, LP? Der Typ ist so geil. Dieses oder das konnte ich mal irgendwie gut. Keine Ahnung, ja. Auch ich bin auch total stolz, dass ich so komische Geräusche drauf habe. Oh Mann. Aber ich will den Typen ja nicht nachmachen. Ich darf das ja nicht, ne? Diese Geräusche darf ich auf gar keinen Fall von mir geben. Ansonsten klaue ich. Wir haben letztens darüber geredet. So, über das Klauen. Aber Leute, wozu ist denn diese verdammte Plattform da? Wozu, verdammt nochmal? Aha, ich hab keine Ahnung. So. Und ein paar über Lieblings-YouTuber hatten wir ja auch schon. Aber das ist ein bisschen länger her. Sag mal, was bringt mir das hier überhaupt, Mann? Ach so. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Hä? Hä? What the fuck? Okay, schreibt's bitte in die Kommentare, was diese Plattform da bringt, wo die mich hinbringen soll. Weil irgendwie tut sie nichts. So. Aber hier oben war ja noch eine Truhe. Wer ist der Typ eigentlich, dieser komische Vogel, ey? Kraft plus P, oder? Warte mal, was war das jetzt? Jo, Angriffswert deines Mitstreiters steigt um 1,6 Ordenpunkte. Fuck. Alt A. So. Warte, aber den will ich jetzt irgendwie aktiviert haben. Ich meine, das kann ich ja... Kraft plus P haben wir dann. Angriffswert deines Mitstreiters steigt um 1. Das ist, glaube ich, sehr, sehr nützlich. Aber KP plus haben wir jetzt deaktiviert. Boah, wir brauchen so dringend Ordenpunkte, ey, warte. Wie sehen jetzt meine Stats aus? Ich habe 20 Leben und 15 Blütenpunkte, okay. Hier ist ja auch noch eine Insignie. Ja, super, wie komme ich da dran? Kriege ich irgendwie noch so einen High-Jump? Später im Spielverlauf? Keine Ahnung, auf jeden Fall wäre ich erstmal der Meinung, wir erkunden uns hier mal ein bisschen. Ne? Also die ganze linke Seite haben wir jetzt abgeklappert. So. Oh, hier geht's rein. Da muss es aber beim anderen auch gehen, sonst kannst du mich ja hier... verarschen wie sonst was, ey. Ich werde Münzen sparen, ne? Da, wie viel haben wir denn, Münzen? 21. Ja, wir brauchen 100. Hier gibt's doch bestimmt auch irgendwelche Gegner, oder? Wir brauchen ja 100, um zu dingsen. Um den Typen... Ja, hier geht's doch rein, Alter. Was ist das denn hier jetzt schon wieder? Willkommen, hier treffen sich die Fans der Arena, um zu palavern.
zu palavern. Bitte, mach es dir bequem. Dieser Bart, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Mario heißt du. Diesen Namen habe ich auch schon einmal gehört. Was? Ich bin nicht bekannt, hier in Folge 9 wollte mich vorstellen, jemand, sondern... Okay. Das kannst du wegtun, danke sehr. Beim heutigen Hauptevent setze ich auf Aurelius. Wer wohl sein Gegner ist? Ja, ich. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du auf der Durchreise? Ich bin besessen vom Kampfsport. Also, man sieht sich. So. Warte. Okay, so. Der Durchreise gesagt, aber. Ach, egal, so. Wir machen jetzt einmal weiter hier. Dich habe ich ja nur angesprochen. Die hier. Diese Hotdogs hier sind lecker, die leckersten der Welt. Und du, bist du hier, um zu kämpfen? Ich werde dich anfeuern. Danke sehr, erstmal Fan gewonnen. Kannst mich noch direkt abonnieren und dann sind wir Best Friends forever. Papa, ich habe Hunger. Kaufst du mir einen Hotdog? Nein. Eine Stadt, die in den Wolken schwebt. Wirklich hochinteressant. Wie viel es wohl kosten würde, hier ein Wochenendhäuschen zu bauen? Sehr, sehr viel, aber gibt's ja auch irgendwie Einwohner oder so? Hallo. Braten. Braten hat die leckersten Hotdogs und Falken. Tschüss. Okay, nee. Ich werde jetzt nicht wegen einem Hotdog-Laden gehen, ja? So weit kommt's noch, Alter. Für nur 10 Münzen bekommst du eins. Na gut. Du bist so ein Spasti, wirklich. Das gibt's doch einfach nicht. Es gibt genug Gründe, den Part an dieser Stelle zu beenden. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich da jetzt reingehe, dann... kommen wir da nicht so leicht raus wegen Dialogen und Zwischensequenzen und sowas. Deshalb beende ich an der Stelle einfach mal den Part wieder ein bisschen kürzer, aber ist halt so. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part von Paper Mario 2, die Legende von Mionto. Tschüss.